attraktive Arbeitsplätze schaffen die Trierer Unternehmern und Institutionen. Wir sorgen für gute Rahmenbedingungen, bezahlbarer Wohnraum, gute ÖPNV-Anbindung auch ins Umland, verlässliche Schulen und Kitas, eine Stadt, die dem Klimawandel aktiv begegnet und eine offene und vielfältige Stadtgesellschaft. Damit die Menschen, die als Fachkräfte aus dem In- oder Ausland zu uns kommen oder schon an unseren Hochschulen studieren, ihre Zukunft in Trier sehen. Eine starke Wirtschaft in Trier erhöht die Chance, Arbeitskräfte zu gewinnen. Daher muss in den Mittelstand investiert werden, genau wie auch in die Infrastruktur. Der Handel, das Handwerk, die Gastronomie und alle anderen Unternehmen brauchen unbürokratische Wege zum Investieren. Denn nur so kann der Arbeitsmarkt in Trier nachhaltig beflügelt werden. Dafür stehen wir und setzen uns ein. Die SPD steht für neue Gewerbeflächen. Der Weg für das Gewerbegebiet Cockelsberg muss schnellstmöglich freigemacht werden, damit neue Arbeitsplätze in Trier entstehen. Damit wir morgen noch Fachkräfte haben, brauchen wir einen starken Ausbildungsstandort, besonders im Gesundheits- und Pflegebereich. Die SPD steht für gute Rahmenbedingungen für ArbeitnehmerInnen. Der Wohnraum muss bezahlbar, der ÖPNV zuverlässig sein. Die SPD kümmert sich, gemeinsam stark für Trier. Eigentlich die falsche Frage. Schließlich gibt es keine schönere Stadt als unser Trier, um hier zu leben und zu arbeiten. Vielleicht können wir es doch noch ein wenig attraktiver gestalten. Durch bezahlbaren Wohnraum und günstige Verkehrsanbindung, durch vielfältige Sport- und Kulturangebote, durch gute Kitas und leistungsfähige Schulen, eine starke Wirtschaft mit Löhnen, die ein Abwandern nach Luxemburg verhindern und demnächst vielleicht mit Profifußball und Bundesliga-Basketball. Tausende Fachkräfte werden in allen handwerklich-technischen und sozialen und pädagogischen Bereichen gebraucht. Wenn die Standardfaktoren nicht stimmig sind in sozialen und kulturellen Bereichen, hat es Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. Deshalb fordern wir bezahlbaren Wohnraum, ausreichend gute Krippen- und Kita-Plätze sowie kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, damit ausgebildete Fachkräfte gerne bleiben möchten und andere gerne zu uns kommen wollen. Trier für alle, in Menschen investieren. Trier steht im direkten Wettbewerb zu Luxemburg. Neue nachhaltige Gewerbegebiete mit schnell erreichbaren Arbeitsplätzen müssen geschaffen werden. Die Stadt muss die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Kammern und Arbeitgebern intensivieren, um gemeinsam für ein attraktives Arbeits- und Wohnumfeld zu sorgen. Zur Ergänzung müssen wir ein entsprechendes Kultur- und Sportangebot schaffen, um die Attraktivität zu steigern. Wir als UBT unterstützen das, denn Trier kann mehr. Das Leben in Trier ist schön und für Fachkräfte attraktiv. Leider ist der Wohnraum gerade für junge Familien in Trier sehr knapp und teuer. Dementsprechend ist es für uns Freie Demokraten zwei Punkte ganz besonders wichtig. Erstens, wir brauchen attraktiven Wohnraum für unsere Fachkräfte und deren Familien. Und zweitens müssen wir die Zusammenarbeit zwischen den Trierern Unternehmen, den Hochschulen und den Kammern noch weiter verstärken, um Berufseinsteiger nach ihrem Abschluss in Trier zu halten. Weil Trier ist ein wichtiger Standort für unsere Region. Die Freien Wähler Trier setzen sich für die Förderung der Wirtschaft und des Mittelstands ein, um die Schaffung von Arbeitsplätzen voranzutreiben. Wir verstehen, dass eine florierende lokale Wirtschaft das Fundament dafür ist, um Trier im Wettbewerb um Fachkräfte attraktiv zu machen. Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Unternehmen gedeihen. Wir setzen uns für gezielte Unterstützungsmaßnahmen ein. Die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke und hoher Lebensqualität macht Trier zu einem attraktiven Standort. Liebe Trierinnen und Trierer draußen an den Geräten und an den Weinständen, liebe alle, die es noch werden. Wir von der Partei Die Partei wollen Trier attraktiver für Fachkräfte machen. Dafür wollen wir das Handwerk stärken und ein Pflichtpraktikum für Kita-Kinder ab 26 Monaten einführen. Darüber hinaus möchten wir die Einbürgerungszeremonie attraktiver machen. Sie soll in Zukunft vom Flietenfranz durchgeführt werden. Falls das nicht reicht, fordern wir eine Ausgangssperre für Luxemburg-Pendler von 5:59 Uhr bis 15:59 Uhr westdeutscher Zeit.